Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, unser Araber-Hengst Stufe 2 ist schon erwachsen. Ich wollte heute auf jeden Fall züchten. Das ist er, Clytie heißt er. Ja. Kleiner Mann. Mit dir werden wir gleich züchten. Ich hoffe, die Araber-Stute steht da noch. Und bevor wir das aber machen, machen wir das Quiz, bevor das vergessen wird. Wann ist die erste Frau in einem Totalisatoren? Totalisatoren in den USA angetreten? Oh Gott. 1979, 1969, 1989? Keine Ahnung. Okay, 69 war's. Der erste Distanzreitwettbewerb in Australien fand 1966, 1976, 1956 statt. 66, okay. Das Preisgeld für das wichtigste Trabrennen der Welt betrug 2016 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Euro. 1 Million Euro. So. Das hätten wir. Gut. Die Araberstute, ich glaube, die stand in Frankreich. Bitte, bitte. Sei nicht unterwegs. Nicht in der Oase. Nee, sie steht hier noch. Ja. So, Daumen drücken. Wir brauchen jetzt eine Stute. Eine eigene. Was haben wir denn hier? Sehr gut. Eine Stute. Noch eine Stute. Das ist ja perfekt. Und ein Hengst. Na dann. Ist ja schon mal relativ entspannt jetzt. Ja. So, damit haben wir unsere eigene Stute und dann können wir Janus. Und dann können wir züchten. Ja. Ich glaube, da verkürzen wir die Zeit mal, damit ich sie schon mal ein bisschen anfüttern kann. Ich hoffe, wir sehen sie noch als Fohlen, obwohl wir können ja auch gucken. Ich kann sie auch erwachsen füttern oder trainieren lassen. Und dann schauen wir uns mal ein Fohlen von den beiden an. Ne, unser guter Hengst. Wie hieß er denn? Bier heißt er noch. Genau, der muss dann mal woanders hin, aber wir haben heute ja noch einiges vor. So, einmal zur Groninger Zucht. So, nochmal ein paar Münzen abholen, auch wenn es nicht mehr viele sind. So, das hat natürlich nicht geklappt. Ich habe es nochmal versucht. Stufe 2. Aber wir versuchen es weiter. Mit Star und Hekuba. So, die beiden guten. 23% Chance. Es ist doch gar nicht so wenig. Ja, aber es möchte nicht. Okay. Na gut. Dann, ja, die Orlotraberzucht. Und dann müssen wir in Großbritannien nochmal schauen. Ich habe Merrylegs-Stütchen gefunden, aber nur auf Stufe 3. Aber das sollten wir hoffentlich finanziell hinkriegen. So, das dauert noch 19 Minuten. So, ja. Lolita verkaufen wir. Ich habe nämlich leider keinen Platz mehr. Und daran müssen wir unbedingt was ändern. Einerseits müssen wir Pferde verkaufen, andererseits müssen wir Oase ausbauen. Das steht jetzt fest. So, Bola. Und da ist unsere gute Stute. Und 14% Chance. Nee, es will einfach nicht. Gut, es dauert jetzt auch länger. So, dann haben wir hier. Gibt 1000 Diamanten aus. Darauf habe ich ja gewartet, ehrlich gesagt. Und jetzt werden wir auf jeden Fall in Großbritannien die Oase ausbauen, um da Platz zu haben für unsere, ja, exklusiven Pferde und unsere Sternzeichen. So, die Black Beauty Stute schauen wir uns auch gleich an, aber erstmal das. 1500 Diamanten, das tut schon weh. Aber was soll's, ne? So. 9 Stunden sparen.
ist nicht verkehrt. Warum? Es wird nicht angezeigt, aber wir können es nehmen. So, ja, da fehlen uns noch 1500 für ein Sternzeichen. Aber ich glaube, das Gefühl, jetzt verschwindet die Jungfrau nicht mehr. Wir heben uns die Punkte auf jeden Fall dann noch auf. Achso, gibt es den Diamanten aus, haben wir auch gleich noch geschafft. Ja, Mensch. Was sagt denn unser Punktestand? Immer noch nicht die 6000 geschafft. Was haben wir denn jetzt noch hier? Achso, gibt es den Diamanten aus? Münzen, die riefen 1500 Münzen in Japan rennen, das werden wir dann auch noch schaffen, hoffe ich. Müsli-Riegel. 5. Soja waren 8, ne? Wollen wir denn Soja? Ja. Ungern, aber immerhin. Wir versuchen jetzt die Aufgabe noch zu schaffen. So. Vorher suchen wir nochmal hier. Die stand auch hier irgendwo. Ich glaube in Deutschland. Deutschland oder Großbritannien? Ich hoffe, es ist nicht zu teuer. Ja, da ist ja die Kleine. Phoebe. Ah, wir brauchen unbedingt... Oh Gott, 80.000, aber... Was bleibt uns anderes übrig? Wir brauchen unbedingt ein Stütchen. Das wäre zum Beispiel ein Stütchen. Das wäre ein Hengst. Das wäre blöd. Und das wäre eine Stute. Tja. Ach, wir können es ja eh nicht ändern, ne? Wir müssen es jetzt einfach versuchen. Und es wird wenigstens eine Stute. Sehr schön. Jasmin heißt sie. Ein Tag, zwei Stunden. Oh, das dauert natürlich echt lange. Die werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme noch nicht haben. Können wir mal kurz einmal streicheln, die Kleinen. Und dann... Ja. Aber immerhin, jetzt bin ich schon mal beruhigt. Wir haben ein Stütchen sicher. Und dann können wir mit der exklusiven Araberzucht weiterfahren. Wir haben hier schon ein Stütchen stehen. Ach so, die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Die haben wir, glaube ich, nur als Fohlen angeguckt. Aber noch nicht jetzt, wo sie erwachsen ist. Sie hat auch nur noch ein weißes Beinchen hier vorne. Sieht aber gar nicht so schlecht aus mit der hellen Mähne, finde ich. Die Augenbrauen sehen immer ein bisschen komisch aus, aber... Zeigst du dich hier mal von der Seite oder gibst du mal... Aha. Doch, also ich finde das gar nicht so schlecht hier. Ich bin mal auf Stufe 3 gespannt. So, Japan-Rennen. 1500 Münzen müssen wir da schaffen. Das... Am besten auch die 2400 Meter. Aber Lea am besten. Da nehmen wir jetzt Lea. Ja. Das war ja mehr oder weniger erfolgreich. Immerhin jetzt eine Stute sicher. Ist schon mal eine sehr teure Zucht, die jetzt erstmal warten kann. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt schauen, dass wir ganz schnell was rankriegen. Aber das gleiche Problem werden wir dann bei dem Eventpferd jetzt auch wieder haben, bei der Edi. Ich glaube nicht so ganz daran, dass wir Hengst und Stute kriegen für die Punkte. Das, Aber naja, wir versuchen es. Wir versuchen so viel wie möglich. Wenn es dann nachher, keine Ahnung, 200 Diamanten sind, würde ich es ja auch ausgeben. 200 geht. Müssen wir nochmal belgische Warmblüter züchten. Dann brauchen wir 4, die wir hochtrainieren. Das ist natürlich auch ordentlich Platz, das weggenommen wird. Und dauert natürlich auch ein bisschen, aber die bringen auf Stufe 3... 50 Diamanten auf Stufe 10. Ne? Oder Level 10, besser gesagt. So. Ja, jetzt müssen wir mal Münzen sammeln, aber das reicht. 1500 haben wir. Packen wir die 2-4. Wenn ich mich nicht zu doof anstelle. Hälfte haben wir. Aber wir haben jetzt kein Schild mehr, weil ich das blöderweise durch Unfähigkeit verloren habe. Mal schauen, ob Lea uns da retten kann. Sie hat nochmal Ausdauer bekommen. Gut, dass sie wirklich, wirklich top ist. Nein, nur ich nicht. Ah. Ja, jetzt werden wir es wahrscheinlich ohne Diamanten nicht mehr schaffen. Gut, aber 4
Ja. Wir kriegen ja dann gleich noch 10 für die Aufgabe. Die haben wir ja definitiv geschafft. Und das auch noch rechtzeitig, bevor die Aufgaben wechseln. Na. Also unter normalen Umständen schaffen wir es, ohne Diamanten auszugeben. Uha. Da fliegt sie doch etwas sehr weit. Ach man, bitte nicht auf die letzten paar Meter. Haben wir es jetzt noch geschafft? Oh, wir haben es gerade noch so geschafft. Oh Gott, 2407 Meter. Sehr schön. Ja, sonst hätte ich gesagt, machen wir das nochmal. Aber so ist es natürlich noch schöner. Was haben wir denn hier? Clydesdale, exklusiver Araber, Frederiksburger. Oh, der Westfale wieder. Noch ein Westfale. Dann kommt... Hä? Im Ernst jetzt, Lea, ist aber viel, viel besser als das, was da angezeigt wird. Oh, legendäres Alava-Einhorn. Auch nicht schlecht, aber... Naja, egal. Wollen wir uns damit nicht aufhalten, ne? Das ist... So, wir haben noch eine Aufgabe abgeschlossen. Es gibt nochmal 10 Diamanten wieder wenigstens. Und was haben wir hier? Ah, die 900 Meter haben wir auch geschafft. Sehr schön. So, wir könnten ja hier nochmal gucken. Stufe 5 in Füssen. Oh, im Pfiff. Das gibt 800 Diamanten wieder. 10 Rubine nehmen wir auch. Aber dies, das wäre mir natürlich echt lieber gewesen, wenn wir die Saphire kriegen könnten. Wir dümpeln jetzt immer noch bei, ja, jetzt bei 21 Saphiren rum. Das, weiß ich nicht. Ist nicht so schön. So, und das braucht noch, ja, das wird morgen dann fertig. Dann können wir hier noch ein paar Pferde reinstellen. Und, unser Stütchen hier hinstellen. Was haben wir denn hier noch für... Oh, hier wurden besucht von Unbekannt und anderen Freunden. Jetzt haben sogar Leute unsere Pferde gestreichelt. Und wir haben Belohnung bekommen. Da hat wohl jemand gezüchtet. 7592 Münzen. Ich hoffe, es hat geklappt. Es ist immer ärgerlich, wenn man so viel Geld ausgibt und dann klappt es nicht. Aber es ist halt doch so irgendwie so ein Glücksspiel, ne? Bei den Zuchten hier. So. Jagdrennen, ja, da machen wir am Wochenende wieder definitiv weiter. Da werde ich versuchen, mich wirklich ranzuhalten. Weil nächstes Wochenende, also das Wochenende, das danach kommt, das dann ja so das letzte sein wird, an dem es dieses Jagdrennen-Event gibt, sieht es bei mir schlecht aus, da muss ich arbeiten. Ja, Quiz können wir machen, Ernten können wir zum Glück immer machen. Aber dann beginnt das Staffelrennen-Event, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Aber es wäre ja schon schön, wenn wir... bald, jetzt wo wir dann ein bisschen Platz haben, wieder auch unser Eventpferd bekommen. Ja, 380 Diamanten jetzt ist echt wahnsinnig wenig. Aber wir haben noch ein paar Münzen. Wir könnten nochmal auf die Fantasieinsel gehen und ja, eigentlich könnte ich das Geld auch... Sollte man das Geld auch für die Zuchten sparen, aber noch habe ich ja hier nicht alles aufgewertet. Von daher, wie sieht es denn aus? Die sind alle auf Stufe 5. Ja, es sind eigentlich nur noch hier die Flächen frei zu räumen. Und ich wollte ja hier noch... Machen wir mal. Wie kostet das? 106.000. Okay. Dann wird das auch nicht gerade günstig. Wir haben jetzt noch 4 Stück hier. Gibt das eigentlich, ist das eigentlich auch eine Aufgabe? Achso, hier müssen wir auch wieder Diamanten ausgeben, um Diamanten zu bekommen. Ja, ein Paddock aufwerten für Diamanten. Das kommt auch noch. Rote Salate ernten. Oh, das sollte ich vielleicht mal machen. Zwischendurch rote Salate. Bauernhof der Stufe 5. Ah, das ist wie diese Bienenstöcke. Da wehre ich mich noch ein bisschen gegen, die aufzuwerten. 15 Pferde der Stufe 2. Ne, ich glaube 2 Pferde der Stufe 15. Das war so vertauscht, ne? 3000 Meter im nordischen Jagdrennen. Ja, das werden wir bestimmt jetzt während des Events schaffen. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn beim nordischen Rennen? Ja, das nächste sind doch 3200 Meter.
Ja, was haben wir hier? Grüne Futter brauchen wir. Dringend grüne Futter. Problem ist, ich glaube, in Montana ist jetzt schon wieder alles belegt. Mit orangenem Futter. Ja. Das dauert auch noch eine ganze Zeit. So, dann haben wir hier unser belgisches Warmblut. Die Ronja, die ist immer noch Stufe 9. Die schicken wir gleich mal auf die Weide. Ich muss unbedingt trainieren. Unser Friese steht noch hier. Ja, wenn ich dann mal in anderen Oasen ein bisschen Platz gemacht habe. Ich glaube, wir kriegen ja nur 8 Plätze in Großbritannien, aber immerhin. Dann bringen wir da ein paar Sternzeichen hin und ein paar exklusive Pferde wieder. Und dann kommt der Friese eventuell nach Deutschland, würde ich sagen. Wenn wir da wieder Platz haben. Na gut. Dann würde ich aber sagen, war es das für heute. So, Entschuldigung. So, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, dann werden wir wahrscheinlich noch mal ein paar Rennen machen und hoffen, dass wir dann jetzt am Wochenende eventuell die 7500 Punkte für das erste Eventpferd bekommen. Ja, Hengst oder Stute müssen wir uns dann auch noch überlegen, was wir zuerst haben wollen, was wir auf jeden Fall sicher haben wollen. Und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber wir schauen mal. Also, bis dann. Tschüss.